Guten Morgen, meine Lieben. Was geht ab? Es ist wieder soweit, es ist Sarah-Time und wir sind gerade vor 5 Minuten aufgestanden, deswegen sehe ich noch so schlimm aus. Schaut mal, wie schön es hier jetzt einfach ist. Oh. Ja, ich habe gedacht, ich schalte die Kamera ein und vlogge ein bisschen und zeige euch heute, was wir so machen und was ich so esse und ja. Ich bin noch ein bisschen am Arsch. Ich habe meine Sportsachen, das mache ich immer gleich. Wenn ich weiß, ich gehe jetzt nach einem Sport, ziehe ich die Sportklamotten gleich an. Weil dann bin ich ein bisschen motivierter für den ganzen Tag. Ja. Ich bin jetzt gerade dabei, Frühstück zu machen für mich und meinen Schatz. Und wenn ihr das mal seht, was eigentlich so wirklich unser Lieblings-Haupt-Frühstücks-Mahlzeit ist überhaupt, zeige ich euch das kurz, okay? Oder, Schatz? Er ist auch noch nicht so ansprechbar, gell? Nee, früh kannst du ja. Bitte machen. Okay, jetzt wird gekocht. So, als allererstes tue ich Fleisch, also Wurst oder irgendwas klein schneiden. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Putenbrust und die schneide ich jetzt klein. Man kann aber auch, was wir auch oft rein tun, wie ein Würstchen oder sowas, Pute. Und die schneide ich jetzt klein und haue sie gleich in die Pfanne. Ich trinke zum Frühstück erstmal einen Saft, weil sonst geht gar nichts. Und dann nehme ich 6 Eier. Viele machen das so mit einer. Sah auf jeden Fall geil aus, würde ich sagen. Okay. So, jetzt eine gute Idee. So, dann schneiden wir Gurke und Tomate klein. Wir holen uns immer diese kleinen Tomaten. Cherry. Die sind nämlich viel, viel geschmackintensiver als die anderen. Und dann tun wir in die 6 Eier so einen Esslöffel Käse rein. Und da wir gerade einen Salbekäse da haben, das von Finello Light, tun wir den da einfach rein. Ich werde auch 1,5 Esslöffel nehmen. Oder 2. Dann werden die. Da kommt noch ein Schuss Milch. So, würzen tun wir die immer erst in der Pfanne. So, auf jeden Fall wollte ich euch zeigen, wir haben hier noch 2 Brötchen drin. Hier. Und diese Brötchen ist der Domi, weil ich vertrag die nicht. Ich habe eine Unverträglichkeit gegen Roggen. Und das heißt, so Brot und so ist eh tabu für mich. Und wir schneiden das jetzt fertig. Und dann gibt es natürlich noch nichts anderes als eine Avocado. Avocado, genau. So, und das wird jetzt alles vorbereitet. Okay, Schatz, den Herd, den hätten wir davor noch ein bisschen putzen können. Das sieht richtig scheiße aus. Wir sind auch nur Menschen, Mann. Darf ich? Ja, natürlich darfst du, Schatz. Ja. Unsere Eier sind fertig. Buon appetito. Heißt es so, Schatz? Buon appetito. Ja. Geil, oder? Oh mein Gott, nee. Also, warum hast du mir eigentlich eine Semmel hingelegen? Ich esse den gar nicht. Ist auf dem Bild besser ausschaut. Aber wir haben gerade Snapchat-Bild gemacht. So. Und danach starten wir den Tag und ich muss mich richten und wir wollen zum Sport gehen und vielleicht nehme ich da auch mal die Kamera mit. Bis gleich. So, ich bin ready für Sport. Ich habe jetzt nur ganz kurz meine Haare zusammengebunden, mir ein bisschen Lippenstift aufgetragen und meine Augenringe abgedeckt, weil, ja, es erkennen mich leider immer so viele im Fitnessstudio und wenn ich aussehe wie ein Oberkrapfen, das geht halt auch nicht. Aber sonst habe ich nichts dran, weil ich schwitze jetzt eh alles raus. Und jetzt geht's los!
Okay, ich spinne schon wieder voll rum. Meine Sportklamotten sind übrigens von H&M. Ja. So, jetzt bin ich gerade trainieren. Heute laufe ich mich so 10, 12 Minuten ein und zwar mit Treppenlaufen. Das ist gut für Popo und Beine und Domi macht sich da hinten warm. Da ist er fleißig. Jawohl. So, heute trainiere ich Oberkörper, ja, weil ich gestern meine Beine trainiert habe und Popo. Wegen genauen Trainingsplänen und sowas, da werde ich euch dann nochmal genauere einzelne Videos erstellen, okay? Weil ich muss jetzt Vollgas geben und wir sehen uns dann gleich wieder zu Hause, weil ich habe dann schon wieder Hunger und es gibt was Geiles zu essen. So, ich habe mich im Mädelsraum verpisst, da beobachten mich die Männer nicht so. Nur zum Empfehlen, für jedes Fitnessstudio, die sowas haben, geil. At home und mein Schatz hat schon wieder Hunger und das ist voll gemein, er darf immer so leckere, gute Sachen essen und deswegen koche ich jetzt meinem Schatz was und ich koche mir auch was. Ja, ich mache mir jetzt Fleisch mit Gemüse und mein Schatz kriegt geile Nudeln mit Fleisch. Ja, wir kochen immer zweimal, weil er immer mehr essen muss und viele Kohlenhydrate braucht. Und ich versuche Kohlenhydrate sehr, sehr gering zu halten und dafür mehr Proteine zu essen. Genau. So, jetzt geht's los. Ich habe keinen Bock. Und mein Schatz ist so lieb, der macht mir jetzt noch kurz mal einen Proteinshake. Ja, eigentlich trinke ich immer nach dem Training, auch öfters so, auch am Abend, einmal am Tag ein Eiweißshake. Ja. Es ist gesund und es ist gut, wenn man Sport macht. Und wir trinken immer die von ESN, aber das wisst ihr, glaube ich, bestimmt schon, weil wir die ja auch immer auf Instagram posten und euch immer ein bisschen darüber ein bisschen was erzählen. Ja, so, und ich muss jetzt anfangen. Was ist dein Löffel? Was? Ich habe da keinen Löffel drin. Hey, und falls ihr auch so einen trinken wollt, dann müsst ihr unbedingt Schokolade bestellen. Der ist so lecker. So, Kokosnussöl. Hier sind Hähnchenfilets und dann mache ich mir so Gemüsepfanne, asiatische Art. Und Domi gibt hier Schinkennudeln, ja, mit Erbsen und Mais. Und hier mein Eiweißshake. Zum Wohl. Und du so, wir müssen nebenher noch ein paar Bilder schießen. Ne? Schatz, das sieht scheiße aus. Du darfst immer so kochen. Und hier haben wir übrigens jetzt endlich mal das Bild ausgetauscht. Und zwar Cornflakes Aufbewahrungsbehälter. Okay, ich gehe jetzt ruhig. So. So, das ist mein Essen. Sieht zwar viel aus, aber ich brauche das auch, weil ich ja jetzt heute nur zweimal gegessen habe. So sieht eigentlich allgemein immer mein Essensplan aus. Und das gönnt sich der Domi. Geil. So, guten Appetit. Hello again. So, wir haben uns jetzt noch gerichtet. Und wir gehen jetzt noch mit zwei Freunden was trinken. Bisschen den Abend genießen. Und so sehen wir jetzt aus. Jetzt zieh, also ich ziehe noch andere Schuhe an. Warum hast du Straßenschuhe an, Schatz, in unserer Wohnung? Weil ich cool bin. Nein, bist du nicht. Du bist so ein Schatz. Ja, und ich gehe heute totally in black. Die Bluse finde ich geil. Ich finde den Hut cool. Das ist auch deiner, Schatz. Also, let's go. Ja, und was ihr jetzt gesehen habt heute auf jeden Fall, das, was ich gegessen habe, also ich esse immer so zweimal am Tag, manchmal auch dreimal, manchmal esse ich noch einen Joghurt dazu oder einen Apfel oder irgendwas. Und manchmal ein bisschen Süßigkeiten, muss sein. Aber wenn ihr Bock habt auf jeden Fall auf mehrere solche Videos, so Vlogging, bisschen Alltag, bisschen Ernährung, bisschen Sport und alles drum und dran, einfach so ganz spontane, blöde Videos, dann müsst ihr mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen, damit ich Bescheid weiß. Mir vielleicht einen Kommentar da lassen. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend, sonst geht das Video eh zu lange. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, bla bla bla. Und guckt auf jeden Fall meine anderen Videos an, meine anderen Vlogs. Und wenn es wieder soweit ist, Sarah time! Schatz, du spinnst schon wieder extrem viel. Wow. Der ist bei jeden Tag so, Leute. Also, ciao! Hey, wir müssten einen Daily Vlog einrichten, Schatz. Wir müssten jeden Tag ein Video drehen. Einfach so Blödsinn-Videos, oder? So Daily
Sarah und Dominic. Dominic, Mrs. und Mr. Harrison. Okay. Also, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.